Herzlich willkommen, es ist Playoff Basketball, die geilste Zeit in der NBA hat bereits gestartet und in diesem Video schauen wir uns nochmal die erste Runde im Osten und im Westen an und natürlich auch die Winning Odds für die Meisterschaft. Bleibt bitte dran! Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, Luka Doncic hat das erste Spiel gewonnen mit seinen Dallas Mavericks bei den LA Clippers und wir haben jetzt am ersten Playoff-Tag schon unglaublich geile Partien gesehen. Also ich denke, hier Boston gegen Brooklyn war eine Partie mit viel Intensität. Da sehen wir schon eine richtig geile erste Runde. Miami gegen Milwaukee. Milwaukee gewinnt in der Overtime quasi mit dem Buzzerbeater. Und die Dallas Mavericks spielen unglaublich stark und vor allem Luka Doncic. Kurze Info zu dem Video. Genauso wie das diejenigen, die auch Fußball anschauen. YouTube hat uns wegen irgendeinem Link, den wir mal vor 5 Jahren gepostet haben, eine kurze Verwarnung gegeben. Das heißt, wir können derzeit keine Videos hochladen. Auch heute nicht, wo ich das Video aufnehme. Aber ich denke, morgen oder übermorgen wird das dann online sein und die erste Runde ist ja noch am Laufen. Sorry dafür, hat uns auch einen 34. Bundesligaspieltag leider gekostet. Aber kommen wir jetzt zu den Playoffs in der NBA. Das ist die geilste Zeit im Basketball. Es geht von Minute 1 los. Die Teams, die Spieler geben 100% und man merkt, sie wollen alle gewinnen und wir haben auch Fans in den Arenen. Nicht so sonderlich viel, aber man hat schon gemerkt, die Stimmung ist da, die Stimmung ist am Kochen. Und jetzt schauen wir mal die einzelnen Partien an. Philadelphia gegen Washington auf der, lass mich noch ganz kurz was sagen zu dem Play-In-Tournament. Washington hat sich ja im Osten da durchgesetzt. Im Westen haben es die Golden State Warriors eigentlich, die auf Platz 8 gewesen sind, dann über die Play-Ins vermasselt und dadurch ist Memphis dabei. Im Osten ist Washington ja letztendlich 8. geworden und die sind auch 8. geblieben, genauso wie Boston, die 7. geblieben sind. Und ja, im Westen die Lakers natürlich. Bin kein großer Fan von den Play-In-Tournaments. Die sind zwar echt von der Intensität in der Saison und auch bei den einzelnen Spielen nicht unspannend, im Gegenteil sogar. Ich meine, es ist ein Do-or-Die-Spiel, aber du hast dann eine 72-Spiele-Saison, 82-Spiele-Saison, bis dann 8. Riesenerfolg, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an die Golden State Warriors denke, für die der 8. Platz eigentlich dann noch Wahnsinn mit Steph Curry in MVP-Form ist, aber dann ist er trotzdem nicht in den Playoffs, da bin ich kein Fan. Glaube aber, dass wir dieses Format weiterhin sehen werden, denn die Einschaltquoten, die extra Werbeeinnahmen dafür, die gehen durch die Decke. Mag auch daran liegen, dass er letztes Jahr beim ersten Mal, als dieses Format eingeführt worden ist, da hat sogar noch Sinn gemacht in der Bubble wegen der sehr, sehr verkürzten Saison. Da war es was Neues, die Leute wollten Basketball schauen und jetzt hat man natürlich gerade im Westen mit den Warriors gegen die Lakers ein unglaublich spannendes Spiel, was per se schon hohe Einschaltquoten bringt. Naja, auf jeden Fall, im Osten haben es die Washington Wizards gepackt. Erst Indiana Pacers haben sie gewonnen, nachdem sie gegen die Boston Celtics noch das Spiel um Platz 7 verloren haben. Washington ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, gegen die 76ers, die ja Erster im Osten geworden sind, antreten dürfen, denn die Wizards, nachdem sie sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet sind, haben im April, Mai mit die beste Bilanz von der gesamten NBA gehabt, genauso übrigens wie die Miami Heat. Da muss man immer ein bisschen schauen, liegt es daran, ob die Gegner vielleicht schwächer sind, aber so oder so, Washington ist nicht zu unterschätzen, vor allem mit Russell Westbrook und Bradley Beal haben sie ja so zwei Alpha-Tiere, die per se schon denken, wir gewinnen das Ganze alleine. Das ist so ein bisschen auch die Gefahr dieses Teams, dass die dann vielleicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und auf der anderen Seite hast du halt Joel Embiid, Ben Simmons, hier den anderen Curry, natürlich Gary Harris und noch viele weitere spannende Spieler mehr. Also die 76ers werden das mit Sicherheit gewinnen. Aber trotzdem haben wir hier einige spannende Konstellationen. Milwaukee hat ja in der Overtime das erste Spiel gewonnen gegen Heat. Wahnsinnsding. Brooklyn hat gegen hasselnde Celtics letztendlich mit seiner Klasse sich durchsetzen können. Und ja, im Westen haben es die Dallas Mavericks tatsächlich geschafft, das erste Spiel zu stehlen. Und jetzt sind die Clippers mit Druck. Denn alles, was nicht Meisterschaft bedeutet, ist bei den Clippers letztendlich eine enttäuschende Saison. Bei dem Kader mit Kawhi Leonard und Paul George. Ja, Portland
der Tabellensechste im Westen gegen den Tabellendritten, die Denver Nuggets, ist aus meiner Sicht Favorit. Natürlich auch deshalb, weil Jamal Murray nicht dabei ist wegen seiner Knieverletzung. Und Portland und Denver hat jetzt eh schon nicht so viel getrennt. Und ich glaube, dass Dame Lillard und Co. einfach stärker sind. Und Phoenix gegen LA ist auch so eine 50-50-Serie. Aber da gehen wir jetzt mal, bevor wir uns dann noch die Meisterschaftsodds schauen, im Detail durch. Wir haben 76ers gegen Washington Wizards, Spiel 1 hier oben. Das ist natürlich der wahrscheinlich Most Improved Player dieser Saison, Julius Randle, mit dem Überraschungsteam des Jahres, den New York Knicks. Aber wir fangen trotzdem mit Philly gegen Washington an. Hier sehen wir Joel Embiid. Ich bin übrigens auf bleacherreport.com, gute Seite. Joel Embiid hat 30 Punkte mit 60% gegen die Wizards in der Saison geworfen. Also das ist auf dem Papier, sehe ich so 70-30. Philly sollte das 4-1, 4-2 gewinnen. Allein deshalb schon, weil Bradley Beal mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hat. Trotzdem wird er mit Sicherheit fit sein und die Wizards sollten nicht zu unterschätzen sein, aber Philly wird sich hier durchsetzen und dann werden wir wahrscheinlich ein ultra spannendes Semifinal sehen. Hier New York gegen Atlanta, das ausgeglichenste Spiel oder die ausgeglichenste Serie im Osten. Hier ist übrigens die Prediction von Bleacher Report, die sagen in 5. Knicks in 7. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier in New York in den Playoffs vielleicht dann doch ein bisschen nervöser wird. Für beide Teams sind letztendlich mit diesem jeweiligen Kader die Playoffs Neuland. Ich halte auch sehr viel von Nathan McMillan und Atlanta. Glaube, dass die New York Knicks aber irgendwie nervöser sein werden. Haben doch etwas mehr jüngere Spieler, die noch gar keine Erfahrung haben. Also ich meine, vergleich das mal auf Atlanta-Seite, da hast du Gallinari, da hast du Bogdanovic, jetzt auch keine Playoff-Erfahrung, aber er ist natürlich auch schon ein sehr, sehr gestandener Spieler. Dann hast du Clint Capella, der mit Houston schon einiges erreicht hat. Du hast natürlich Trae Young, der oft gehen kann sozusagen im positiven Sinne. Also da ist schon sehr, sehr viel Firepower bei den Atlanta Hawks und dann haben sie auch noch Mo Williams, der Playoff-Erfahrung hat und bei den Knicks ist es in erster Linie das Team, was vielleicht am meisten Spaß macht, weil es zeigt, was mit Teamwork möglich ist. Ich denke aber nichtsdestotrotz, dass wir hier die Atlanta Hawks in der nächsten Runde sehen werden, mit wahrscheinlich 4-2 würde ich tippen und ich denke, da brauchen wir nicht drüber rumreden, für beide dieser Teams wird spätestens im Halbfinale Schluss sein. Eins natürlich jetzt, aber die nächsten werden auch nicht dann weiterkommen. Bucks gegen Heat, ganz, ganz wichtiger Sieg für Milwaukee. Giannis war von den Wurfquoten schwach, Middleton stark gespielt, Lopez hat überraschend gut gespielt und auf der Heat-Seite war Bam Adebayo in der Offense nicht wirklich präsent. Dafür schaffen sie es, Giannis in der Defense sehr, sehr zu beschäftigen und sie ihn eigentlich auch gut an Punkten abzuhalten. Jimmy Butler, Buzzerbeater zum Ausgleich, zur Verlängerung, hat am Ende nicht gereicht. Wir werden hier eine sehr, sehr hart umkämpfte Serie sehen. Ich glaube aber, dieser erste Sieg von Milwaukee wird den Jungs Auftrieb geben, das nötige Selbstbewusstsein. Jrue Holiday ist jetzt in dem Fall ein sehr, sehr wichtiger Baustein und ich glaube, dass in Anführungsstrichen Wunder der Heat wird in der ersten Runde schon vorbei sein, auch wenn sie definitiv vom Kader und auch letztendlich vom zweiten Teil der Saison das Potenzial mindestens auf die Eastern Conference Finals wieder gehabt hätten. Letztes Jahr war er erst im All-Conference Final Schluss. Bei den Brooklyn Nets versus die Boston Celtics, da sind jetzt endlich Durant, Harden und Irving zusammen, haben in der Saison, glaube ich, nur 5, 6, 7, 8 Spiele gespielt. In der Starting 5 werden sie noch komplementiert von Blake Griffin und Joe Harris. Also das ist schon eine super potente Offensive. Auf der anderen Seite haben wir Boston ohne Jaylen Brown. Sie haben ja auch leider Theis während der Saison noch getradet. Den vermisse ich da schon. Das erste Spiel haben wir hier auch gesehen. Heftige Intensität. Der Time Lord heißt der so schön, Robert Williams, mit waren es 9 oder 10 Blocks, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, aber mit einer super starken Nacht, mit einem super starken Spiel
Und letztendlich würde ich es Boston echt gönnen, die Brooklyn Nets mehr zu beschäftigen. Aber die Saison war schon nicht so gut und mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass die jetzt ausgerechnet eben in den Playoffs gegen dieses Überteam aus Brooklyn mithalten. Hier Nets in 5, die offizielle Prediction von Bleacher Report. Da denke ich auch, dass wir hier ein 4-1 von Brooklyn sehen werden. Dann geht es weiter zum Westen. Die Lakers nicht Favorit, beziehungsweise es ist vielleicht so ein 50-50, aber wir kommen mal ganz kurz vorher zum Tabellenersten Utah Jazz, die sich wahrscheinlich gefreut haben werden, dass sie nicht gegen die Warriors mit Steph Curry antreten dürfen müssen, weil auch hier wurde das Spiel erst in der Verlängerung entschieden. Draymond Green mit einem katastrophalen Buzzerbeater zu Ende der regulären Spielzeit und in den in der Verlängerung war dann einfach ein Jar-Moment zu stark. Also, ich glaube, für Memphis ist es eine tolle Erfahrung. Trotzdem finde ich es nicht richtig, dass dass nicht der Achte in den Playoffs ist, aber wie auch immer. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Donovan Mitchell in der ersten Runde im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. Da muss man echt mal drauf schauen. Er war jetzt verletzt, aber relativ lange. Deshalb glaube ich, wäre es für Utah sehr wichtig, dass sie das in 4 oder 5 auch wirklich gewinnen, egal ob mit Mitchell oder nicht, denn dann haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit, denn im Semifinal wird es gegen die Clippers oder die Mavericks gehen und da können wir doch schon eine lange Serie erwarten, oder? Hier wird Clippers in 5 gewettet, aber, oder predicted, aber wir haben hier Dallas, wir haben einen Luka Doncic, der nochmal, glaube ich, in den Playoffs eins drauflegen kann, wir haben einen starken Coach mit Rick Carlisle und wir haben Bankspieler, die sich jetzt zum Ende der Saison immer mehr gefunden haben, beziehungsweise mehr Spielanteile bekommen haben. Doncic hat sich auch, finde ich, mit Würfen zurückgenommen, auch wenn er immer noch seine 30 Punkte gemacht hat, aber er hat mehr gepasst, mehr den Ballvortrag auch zum Beispiel einen Brunson überlassen. Und gerade Brunson, Finney-Smith, Hardaway, ein bisschen auch Richardson, das ist eine gute Truppe. Und Hardaway war einer der Key Facts vom ersten Sieg, der ganz, ganz wichtig war für Dallas. Und ich sage jetzt hier ein 4-3 für die Mavericks, wenn sich keiner verletzt. Kristaps Porzingis, enttäuschendes erstes Spiel, er wird wie ein Fremdkörper, war aber am Ende der Partie dann auch sehr, sehr wichtig für das Team. Und wenn der noch ein bisschen stärker spielt, dann wird es sehr, sehr schwer für die Clippers. Also hier Jazz gegen Mavericks wäre ein geiles Semifinal, ich glaube daran. Nuggets Trailblazers, interessanterweise die Buchmacher favorisieren, eigentlich keinen, ne? Also so 50-50, die Quote fürs Weiterkommen ist, glaube ich, Portland 1,7 und Denver 1,9. Also es ist sehr knapp beieinander. Wegen der Knieverletzung von Jamal Murray sehe ich aber definitiv die Firepower von Portland zu stark mit Lillard, mit Anthony, mit McCollum, dann Norman Powell, den sie sich noch geholt haben von den Toronto Raptors, dann haben sie immer noch einen Covington, dann haben sie noch einen Nurkic, haben sie einen Enes Kanter, der kann ja auch in 5 Minuten gefühlt 20 Rebounds und 10 Punkte auflegen. Also das ist schon eine sehr, sehr potente Offensive. Die Fragezeichen bei Portland sind eher in der Defensive zu suchen und da ist jetzt gerade der Ausfall von Murray, fällt da schon schwer ins Gesicht. Trotzdem hast du mit Jokic einen potenziellen MVP-Kandidaten. Die drei MVP-Finalisten sind ja Steph Curry, Nikola Jokic und Joel Embiid. Vom Gefühl her glaube ich, dass es Joel Embiid letztendlich wird. Aber ja, neben ihm laufen dann noch Kevin Porter Jr., der muss eine Weltklasse-Serie spielen, damit Denver eine Chance hat. Aaron Gordon muss zu sein, muss das Beste rausholen. Campazzo spielt eine Top-Saison, der Rookie aus Argentinien, der ja schon relativ alt ist, aber es wird am Ende nicht reichen. Ich sage hier, Portland gewinnt das 4-2. Hier haben wir die wahrscheinlich interessanteste Runde. Also, wir haben die Phoenix Suns, ich mache jetzt hier auch extra die Prediction mal nicht hin, könnt ihr selber überlegen, was denkt ihr, wie geht diese Serie aus? Wir haben die Phoenix Suns, die sind Tabellenzweiter geworden, die waren lange trotz ihrer starken Saison unter dem Radar, muss man so sagen, und sie haben Chris Paul mit
Playoff-Erfahrung. Dafür mit Devin Booker, DeAndre Ayton, zwei Leute, die wieder nicht wirklich Playoff-Erfahrung haben. Und dafür hast du dann wieder Jay Crowder, Saric. Also ein wahnsinnig gutes und tiefes Team. Sagt ja schon die Regular Season aus. Aber auf der anderen Seite hast du die LA Lakers, die auch easy Zweiter oder Dritter geworden wären, hätten sie nicht so lange auf LeBron und Anthony Davis verzichten müssen. Jetzt direkt zu den Playoffs sind sie wieder alle fit. James, Davis, Schröder und Drummond haben sie sich ja noch im Laufe geholt für Lau. Also, die sind schon super gefährlich und die. Ich glaube, für Phoenix ist das Hauptproblem, dass es das erste Mal die Playoff-Geschichte ist. Und deshalb werden wir hier die Lakers weitersehen. Ich sage, die Lakers gewinnen aber hart umkämpft 4-2. Da wird mindestens ein Sieg oder nicht gar zwei Siege in der Overtime sein oder mit zwei oder weniger Punkten entschieden werden. Was denkt ihr? Also ich sage 4-2 Lakers und das wird auch hier predicted, also nichts besonders Spektakuläres. Dann geht's weiter mit der Runde 2 und schauen wir mal, nächsten Sonntag gehe ich definitiv dann auf die einzelnen Spiele ein, die kommen werden. Ich hoffe, das Video ist jetzt dann auch dann noch hochgeladen, wenn es aktueller ist, also entweder am Montag, Happy Feiertag übrigens, oder halt spätestens Dienstag, Mittwoch sollte wieder alles möglich sein. Aber lasst uns noch zu guter Letzt einmal auf die Gesamtsieger-Odds gehen. Auf den Meister kann man natürlich auch wetten. Die Nets hier mit 3,25 haushoher Favorit vor den Milwaukee Bucks, vor den Phoenix Suns und das ist die Nets mit 3,25, vor den Lakers mit 5, den Jazz mit 7 und Bucks mit 7. Also alle gleich auf und die Clippers mit 8. Clippers wäre so vor der Playoff-Start eigentlich meine Favorite-Wette gewesen. Brooklyn heißt es ja dann doch, dass sie haben zu wenig miteinander gespielt, wenn sie dann gegen wirklich eingespieltes, starkes Team spielen, dass sie da keine Chance haben. Hoffe ich, dass das passiert. Ich bin ja nicht wirklich für Brooklyn. Genauso wenig bin ich für die Lakers, genauso wenig bin ich für die Clippers. Bucks, Giannis hätte sich sicherlich verdient, sehr teuer Spieler, aber glaube ich nicht, dass dieser Kader in den Playoffs letztendlich das große Ding reißen kann. Deshalb sind meine Lieblingswetten tatsächlich entweder die 76ers mit einer 9er Quote oder Luka Doncic mit der 23er Quote und seinen Dallas Mavericks. Ich glaube, da geht was. Ich glaube es wirklich, der Westen ist super hart umkämpft, der Osten ist hart umkämpft. Wir haben 4 spannende Serien in beiden Conferences, also sowas hat es auch selten gegeben. Schauen wir mal, was alles passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr in eure Kommentare in die Kommentare unten schreibt, was sind eure Tipps für das Semifinal, für Conference Final und wer wird letztendlich Meister. Und dann lasst uns ein bisschen drüber diskutieren. Basketball, NBA Playoffs, die geilste Sportart eigentlich, die es gibt. Bis hoffentlich nächsten Sonntag und danke fürs Einschalten. Servus! Oddspedia, the Sports Betting Community.